Ja, moin, willkommen zurück. Nira's nette Nuker sind immer noch hart am Infiltrieren. Und jetzt ist hier allerdings ein Kampfmeister aufgetaucht, der uns schon würdige Anwärter nennt. Wir haben diese Prüfung in 20 Minuten abgelegt und sind gleich vollwertiges Mitglied, wie es aussieht. Das ist natürlich schön, wenn man mal so bedenkt, dass Anom bestimmt seit seiner Kindheit versucht, Ritter zu werden. Sir Anom, wollte ich sagen. Das will ich auch meinen. Okay, ihr habt die Prüfung bestanden und euch einen Platz im Kult verdient. Wo ist Kollus Darathon? Uns wurde gesagt, er würde hier sein. Kollus was called away on urgent business. He promises to return soon. Oh, ob der. Kollus wurde wegen dringenden Angelegenheiten fortgerufen. Er hat versprochen, bald zurückzukehren. No, it cannot be. Was ist los? Don't be alarmed. Macht euch keine Gedanken. Razad und ich sind alte Freunde. Ja, es ist gut, euch wiederzusehen, Razad. Ihr kennt ihn? Er war der Kampfmeister des Sonnenseelenordens. Ein weiteres Mitglied der Sonnenseele hat sich der Ketzerei zugewandt. Wenn es so weitergeht, wird der Orden in den nächsten 10 Tagen überhaupt keine Mitglieder mehr haben. Ha, Kampfmeister, lass mich raten, er war der Koch. Selune's servants still number in the thousands. Ultimately, they will come to the twofold truth, even as I have. Die Zahl von Selunes Dienern geht immer noch in die Tausende. Letztendlich werden sie zum Kult der Zweifältigen kommen, so wie ich es bin. How is this possible? Wie ist das möglich? Welch Wahnsinn hat euch ergriffen, dass ihr im Dienste von Alogoth steht? Alogoth? You misunderstand the trust, Rassad. I serve Kollus Darathon. Alogoth? Ihr missversteht den Kult, Razad. Ich diene Kollus Darathon. Zur Frage nach dem Grund. Ihr wart es, der mich auf den Pfad der Zweifältigen geführt hat. Huch, das habe ich nicht kommen sehen. Razad glaubt, dass die beiden ein und dieselbe Person sind. Really? You grasp at straws, Razad. Kollus is in all ways opposed to the Dark Moon Order. Wirklich, ihr klammert euch an Strohhalme, Razad. Kollus widersetzt sich in allen Dingen dem Orden des Dunklen Mondes. Seht mal, der Fehler, den ihr hier macht, ist, dass ihr versucht, einen besessenen Mann zu finden. Ich fürchte, seine Trauer macht ihn blind. Nee, es mag mehr an der Sache dran sein, als ihr wisst. I cannot deny the possibility. What can you tell me that would change my mind? Okay, ich kann die Möglichkeit nicht ausschließen. Was könnt ihr mir erzählen, was meine Meinung ändern würde? So, ich vertraue Razad mehr als allen anderen. Stimmt nicht, aber kann ich auch mal behaupten. Wenn er sagt, dass Alagos dieselbe Meinung... Also, wenn Razad sagt, dass das so ist, dann ist das auch so. Nichts, aber ich bin froh, dass ihr für diese Möglichkeit zugänglich seid. Dann sind sie derselbe Mann. I have never known Razad to take action without good reason. The loss of his brother has made him a different man than the one I knew. Also, ich habe Razad niemals ohne guten Grund handeln gesehen, aber der Verlust seines Bruders hat aus ihm einen anderen Mann gemacht, als der, den ich gekannt habe. Battlemaster! 4 strike forces under the Dark Moon's banner approach the temple. Was? Kampfmeister, 4 Einsatztruppen unter dem Banner des dunklen Mondes nähern sich dem Tempel. Alter, wie viele haben die denn da wohl? 4 Einsatztruppen. Und wie haben die das hier gefunden? Und wie können die sich durch durch Am bewegen, ohne bemerkt zu werden? Okay, wie viele gibt's da? Mindestens ein Dutzend Männer jeweils. Also sagen wir mal, das sind 15 mal 4. Ich bin ja gut in Mathe, dann sind das 60. Weiß ja mindestens, ne? Genau. Der Kult der Zweifältigen, das hört sich nach einem guten Grund an, uns von hier zu verziehen. Sofern ich die Größe des Kults nicht massiv unterschätze, seht ihr ans Angesicht eines Massakers, oh Kampfmeister. Ja, der Kult des Zweifeltigen, ja, sieht sich schon im Untergang. Na, wir stehen auf unserer eigenen Seite, Mann. Ich dachte eher an sowas wie Rennen, nee. Ich stehe an meiner Seite, auch wenn ich bezweifle, dass die Schalenhänger diesen Unterschied Beachtung schenken. Wir haben keine Wahl, außer uns den Zwiefeld... Nee. Auf eurer Seite, immer auf eurer, aber werdet ihr an der Seite eures alten Meisters stehen oder einfach dabei zusehen, wie sich das Gemetzel entfaltet? Wir fragen ihn mal. I am torn. My loyalty to the Sun Soul tells me I should let the heretics be smashed by the Shards. Darkness blotting out darkness.
Ich bin hin und her gerissen. Meine Loyalität gegenüber der Sonnenseele gebietet es mir, dass ich die Ketzer von Schar-Anhängern zerschlagen lassen sollte. Ja, dann machen wir das doch auch. Dunkelheit vernichtet Dunkelheit andererseits, ne? Gnade und so. Jedoch sind so viele hier einst meine Brüder oder Schwestern gewesen und ich habe mein ganzes Leben gegen die Diener von Schar Widerstand geleistet. Ja, wir können ja auch einfach die Schar-Leute platthauen, oder? Ohne eure Hilfe haben die Zwiefälligen nicht. Kolostarathon ist euch egal, aber wollt ihr wirklich daneben stehen, während diejenigen, die er übertölpelt hat, in seinem Namen fallen? Nee, Gelegenheit zur Flucht, das machen wir auf gar keinen Fall. Also wir wollen natürlich nicht, dass hier arme Schafe, ne, die man noch wieder auf den Pfad der Erleuchtung führen kann, sterben. I am not. Master of Combat. We no longer see eye to eye on everything. But when it comes to the order of the Dark Moon, we are of one mind. Kampfmeister, wir stimmen nicht länger in allen Dingen überein, aber wenn es um den Orden des dunklen Mondes geht, sind wir einer Meinung. Was wollt ihr, dass wir tun? Hear my words, you who sought the twofold truth. In moments we shall face the servants of Shar. Prepare yourselves. Aha. Yay! Wie konnten die diesen riesen Tempel errichten mit so ein paar wenig Leuten, ohne dass es auffällt? Happy to help. To try to help. So, wenn die Leute gleich ankommen, dann sollten wir ja vielleicht noch einmal speichern. Und dann sollten wir auch vielleicht uns ein bisschen buffen. Ach, können wir eigentlich theoretisch auch draußen machen. Da sind ja noch Fleischschilde zwischen uns. So, gucken wir mal, was da passiert. Auf geht's. I'll do it. Das sind ja nur Mönche, ne? Ja, die Brücke kann ich doch ewig verteidigen. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. The battle is lost, heretics. Lay down your arms and throw yourselves on the mercy of Shar. Der Kampf ist verloren, Ketzer. Legt eure Waffen nieder und unterwerft euch der Gnadenschlacht. Das ist natürlich clever. Jetzt sagt er nämlich, er hat jetzt welche vom Orden. Also er hat ja da welche von. Also nochmal von vorne. Bah. So, Kolos Darathon sagt jetzt, das sind Heretiker. Der ist aber der anscheinliche Anführer da dieses Kultes gewesen von Heretikern. Der hat aber auch Leute aus dem Sonnenseelenorden abgezogen und natürlich auch Leute von Shar. Und die ist ja eine böse Göttin, ne? Also, und jetzt sagt er, die sollen sich wahrscheinlich wieder Shar anschließen oder der Gnade Shars ausliefern. Das heißt, da gehen dann die ehemaligen Sonnenseelen alle hops. Und die von Shar kriegen womöglich eine zweite Chance oder werden eben auch aus dem Ordensreihen entfernt von Shar, weil sie eben ja schon einmal gefailt haben und böse Götter vergeben ja nicht, ne? What? How is this possible? Wir haben eigentlich alle Weisheit gesteigert, aber sind dumm wie Brot und machen intuitiv alles falsch. Das ist nicht Kolos, Meister. Alagoth! I know that's you! Face me now, coward! Ah, ich schreibe alles groß! Alagoth, ich weiß, dass ihr es seid! Stellt euch mir, Feigling! Is that your voice I hear, Rasad in Bashir? Ist das eure Stimme, die ich da höre, Rasad in Bashir? Ihr wisst, dass es so ist, Scheusal. You are too clever by half, Bashir. Far too clever to live. Es ist wirklich. Wäre auch ein lustiger Plot, also denke ich mal, ne? Wäre aber auch ein lustiger Plot-Twist gewesen, wenn sich Rasad mal richtig irren würde. Ihr seid neunmal klug, Bashir. Weitaus zu klug, um zu leben. I have many names, many faces, many secrets. Consider yourself lucky, Rasad. You have wrested a truth from me. Oh, ich habe viele Namen, viele Gesichter und viele Geheimnisse. Ich bin ein Mann der Schatten. Schätzt euch glücklich, Rasad. Ihr habt mir eine Wahrheit entrissen. No, no, it cannot be. Nein, das kann nicht sein. Also ich meine, das hätte ich auch machen können. Ich hätte mit Bib einfach Selbstverkleidung oder sowas machen können. Dann hätte ich ausgesehen wie der Typ, wäre hingekommen und hätte gesagt, Leute, ich bin eigentlich Kolos. Und dann hätte sich das hier auch alles gelöst. What was the point of this charade, Alagoth? So, was habt ihr davon, eure eigenen Anhänger gegen Shar zu wenden? My followers are strong and steadfast in their faith. Ja, meine Anhänger sind stark und unerschütterlich in ihrem Glauben. Der Orden des dunklen Mondes hat keinen Platz für jene, die sich der Ketzerei zuwenden wollen. Genau, also er merzt seine aus, aber er schwächt auch die Gegner. Ja.
Also, ach hier wieder die lustige Spaßantwort, ne? Bei einem so liebenswert knuddeligen Anführer wie ihr einer seid. So. Also, er hat den Kult der Zweifältigen benutzt, um jene zu ködern, die sich gegen ihn wenden könnten. Anstatt Schar zu verraten, haben sie sich selbst verraten, raffiniert. Genau. Now, in the name of Shar, the one true goddess of the night, die. Ich bin froh, dass ihr so denkt. Nun im Namen Schars, der einen wahren Göttin der Nacht, sterbt. Ella läuft zur Seite weg. Haltet ihn auf. Sagt mir, was zu tun ist. Kriegen wir das hin? Mira, du bist so schnell im Zaubern. Haltet ihn auf. Der ist bestimmt unverwundbar und so und immun gegen alles. Habe ich irgendwas, um ihn aufzuhalten? Nee, aber wir können richtig vom Leder ziehen. Dann. Aber ich habe nichts, um ihn aufzuhalten. Schade. Höchstens das da. Was ist das? Schwachsinn? Verwirrung. Nee, das geht leider nicht. Jan? Beherrschung. Los. Ich weiß nicht, ich werde das gleich bereuen. Leicht verletzte Mönche. Jetzt ist die Frage, Scharkreuzritter. Ja, wir müssen da jetzt... Ja, was machen wir denn jetzt? Wir kämpfen uns jetzt hier durch, oder was? Oder kommen da so viele, dass sich das nicht lohnt? Wir rennen erstmal ran. Ich höre euch bestens. Und beschwören erstmal so ein bisschen Stuff. Warum denn nicht? So. What can I do? Du bleibst erstmal schön da. What'll it be? Und du... Kettenblitz. So. Okay, hier ist viel los. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist Zeit für ein weit aufgespanntes Netz. Ungefähr hier so. Und dann ist es... ich glaube, er ist weg. Ah, der Zauber hat den Zauber verkackt. Könnte sein. Mira, hast du denn noch? Nee, hast du natürlich kein Netz mehr. Ist egal, give him hell. Das ist jetzt natürlich die Frage, wenn ich bin zu sehr... Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Egal, wir werden das erleben. Ich habe hier drin einen Speicher. Ich will das aber gerne mal sehen. Netz hat geklappt. Ich bin ja Jesus. Sagt mir, was zu tun ist. Ja, das ist natürlich jetzt dumm gelaufen für euch, ne? Ich glaube, hier geht gleich richtig der Punk ab. So, wir buffen uns mal ein bisschen. Razad, guck mal, ob der Typ verschwunden ist. Anscheinend. So, Todeswolke. Hier vielleicht. Oh, what? Scharmeuchelmörder ist auch noch da. Natürlich ist der da. Hier rüber, mein Freund. So, wir sind durchgelaufen. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen, also erstmal hier und ich glaube sehen. Hier so hin. Du machst mal den weg. Kanon. Ja, hier müsste eigentlich ganz gut eigentlich was passieren. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Ich könnte wahrer Blick zaubern. Ich könnte aber auch erstmal für so ein Festhalten zaubern. Vielleicht 10. Ja. So, und wir müssen ja auch hier, haben wir ja auch noch was. Und da haben wir ja auch noch was. Das ist beides nicht ganz so gut. Ja. Bip. Hat sich gebufft. Und der kann jetzt mal loslegen. Hier Schwachsinn, auch schöner Zauber. Na, wir müssen uns vielleicht ein Stück weit zurückziehen. Und die Backline darf ja nicht
in Mitleidenschaft gezogen werden. Und er muss auf jeden Fall gleich noch einen Trank trinken. Um Gottes Willen. Es hat auf jeden Fall schon mal wieder Nira erwischt. Was ist denn da passiert? Festgehalten, beschleunigt, tot den Ungläubigen. Ja. Well. Er hat seine Konzentration verloren. Und ich sag noch, wir halten die Brücke ewig. Und vielleicht war das doch ein bisschen zu weit hinten. Das war ein Feuerwald, ne? Das, gut. Ich weiß nicht, ich hasse das immer, mit weiteren Verbündeten zu kämpfen, weil man dann immer so viel Rücksicht auf alles nehmen muss. So, let's focus on the situation at hand. Hier. Und was ist denn? Okay, das ist Grimm. Zeig die Richtung mit dem Schwert. Ich werde angreifen. So, ein Todener, Hexenmeister, da ist noch ein Leuchtenmörder. Ne, das ist ein Luftdiener. Ja, da könnte ich zwar was gegen tun. So, du musst mal was trinken. Du auch. Du hast gerade was getrunken. Du bist natürlich noch dran, ne? Ja. Alter, dieser Zauber-Vampirgriff, den die alle können, ist ja richtig übel. Ich bin unter Gericht. Ja gut, also ich glaube, ich nehme einfach keine Rücksicht auf die Ketzer und baller dann da alles rein. Aber die Schlacht ist erst verloren, wenn Bip stirbt. Für die Schlacht nicht verloren. Und Bip stirbt natürlich nicht. Okay. Sie wollten es nicht anders. Dann müssen wir jetzt leider hier unsere eigenen Leute mitkillen. Rasat. Hier geht's doch schon wieder ganz gut. Auf. Masi. Auf. Ja, mehr können wir ja gar nicht machen. So. Scheiß Typen. Sind jetzt die auf die Lieben gut geworden? Wissen wir nicht so genau. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Bisschen verteilen hier. Let me help. Der ketzerische Mönch, den hat es offensichtlich nicht so erwischt. Glück geht's gut. Und der fertig gezaubert. Könnte sein, was steht er denn eigentlich? Der steht hier mit drin, ne? Steht ein Mann. Manchmal ist er schwer verletzt. Tja, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob der es machen wird. Weiter zaubern. So. Masi. Ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt Schaden machst. Ob du das spielst. Na, dann läuft das doch. Wo sind denn hier die Schwerverletzten? Da. Oha. So. Oh Gott, so schnell kann ich gar nicht trinken, was hier passiert. Strategischer Rückzug. Rasat! Auch ein strategischer Rückzug. Bip, du musst das alleine machen. Wie so oft. Wo ist der Mensch des dunklen Modus, der dem Tode nahe ist? Wir gehen mal denen hinterher. Alle anderen. So, nur Bip ist noch da. Also, der Tod als Gewissheit.
Das macht uns aber gar nichts aus. Okay, Razad, du musst dich gleich mal in Troll verwandeln. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich wieder. Ja, renn mal lieber erstmal noch ein bisschen weiter, bevor du irgendwas machst. Jan Jansen, der ist auch noch fresh, der Boy. Da müssen wir mal. So. Dem Tode nahe. Darauf bitte. Wo ist er? Hier war das. Zauber ist gescheitert. Das ist natürlich ungut. Jan Zauber. Massen. Ja, die geht's ja noch gut. Du kannst nicht krank. Schon bist du wieder da. Ach, der scheiß Luft. Das ist natürlich nicht gut, was hier passiert. Alla, den scheiß Luftdiener aus dem Leben. Okay. Wer verletzt? Du kannst anfangen, Tränke zu trinken. Sag dir, Tränke zu trinken. Kannst du erstmal hier rüber rennen. Jetzt kannst du einen Trank trinken. So, guck mich zählen deine Waffen als magisch. Also er hat Zettel. Zwar nah dran, er war nah dran. Okay, Jan, dir kann sowas nicht passieren, ne? Ja. Nein. Ah, es kann Jan doch passieren. Okay, sehr schön. Masi, du bist gut. Es ist natürlich Gnomenpower, ne? Es sind nur noch Gnome am Leben oder Halblinge. So, mein Freund. Nee, war nicht so schlau von mir. Renn, kleiner Freund. Und zauber das mal noch hier. Attackiert Masi? Gar nicht gut. Wer denn? Wir treffen uns mal da oben, Jan. Erweiterte Unsichtbarkeit auf dich. Feindgesichtet? Ja, von mir aus. Das kannst du gerne probieren, aber ich bin Bip. So. Und Jan? Aha. Nee, geh mal nicht so dicht dran. Okay. Jan Jansen meldet sich zum Dienst. Okay. Ja, wer weiß, wo die anderen sind. Keine Ahnung. Und da die auch wahrer Blick können, traue ich mich hier überhaupt nicht loszulegen. Weil der hat Verschwimmen oder sowas auf sich drauf. Waffe unbrauchbar. Achso, weil alle drauf. Nee, das ist zu riskant. Das kannst du von hier nicht machen. Alter, was ist denn schon wieder los hier? Schwer verletzt. Gut. Aggressives Magiebann. Okay, ja, plötzlich siehst du nicht mehr so richtig aus. So, bumm. Sehr schön. Ja, wir haben immer noch 3 Tote. Das wird schwierig. Hätte man der Kleriker überlebt, aber ich glaube, die Route der Auferstehung kann jeder benutzen. Hoffentlich. Jetzt natürlich die Frage, wo sind die anderen? Da waren ja noch ein paar. So. Aha, hier ist noch einer. Schar Hexenmeister, leicht verletzt. Dran drauf drüber. Hier ist noch ein bisschen mehr los. Okay, gar kein Thema. Ja. Ich habe keine Massenvernichtung mehr. Sag mir, was zu tun ist. Ist das denn die Möglichkeit?
Ihr klingt ja wie Gummer dort. Wisst ihr, okay, okay. Das erinnert mich. Wir brauchen dich dort und dich dort. Damals als ich. Hip, du musst hier mal dicht machen. Wir geben ja nicht auf. Ja? Wie kann ich helfen? Du hast da bestimmt noch Massenvernichtung. Und genau die brauchen wir jetzt auch. Er ist erschöpft, ist natürlich nicht so gut. Ja, wir wissen ja, dass die da standen ungefähr. Zauber wirkungslos, aber wir haben Meuchelmörder haben wir getroffen. Und da ich unsichtbar bleibe. Warte dann mal trotzdem. Ja. Was haben wir denn noch? Ja. Wir haben Wip noch. Ich hoffe, das bringt okay. Was. So. Hinter Bib. Stehe zu eurer. Ich werde es sofort versuchen. Muss sie noch kommen? Schreit nicht so. Ich kann euch ja hören. Kostet den Schmerz. So, da ist er, ja? Sagt mir, was zu tun ist. Bib. Melde mich zum Dienst. Du gehst drauf. Die Gruppe braucht du, aber natürlich, werter Freund. Gift oder kein. Aha. Ich warte. Hat gerade geklingelt. Da kann ich jetzt allerdings nicht ran. Oder doch? Doch kann ich. Einen Moment. So, natürlich. Paket und dann noch nicht mal für mich. Das ist ja gleich doppelt tragisch. So, Bib. Ja. Jan. Entschuldigung, zu viel Steckrüben. Farbkugel. Nicht. Ja, bitte. Und Feuer hilft auch immer. So. Sagt mir, was zu tun ist. Ich kümmere mich drum. Der Hexenmeister. So, mein Freund. Da ist auf jeden Fall noch einer. What the fuck? Wo kommt er denn her? Na sie? Ah! Das ist natürlich schlecht. Dann müssen wir wohl doch erstmal den hier machen. Keine Auswirkungen. Schwachsinn, Junge. Jan? Nochmal. Rettungswurf. 16. Mal gucken, ob der wirklich schwachsinnig ist. Nein, ist er nicht. Okay, das heißt, wir haben hier noch den. Okay, das war knapp da oben. Scheiße. Sag mir, was zu tun ist. Ja. So. Ja, das ist ja natürlich. Aha. Ich warte. Wunderbar, da scheinen diverse Schutzzauber aufgehört haben zu wirken. Halt mal so. Bevor du das machst, machst du dich mal nochmal, hast du dich mal noch. So, und was kannst du noch tun? Ja, Säurepfeil. Alles, was Schaden macht, ist erlaubt. Oh, warte mal. Besser. Den Hexenmeister. Du gehst sofort wieder in Deckung. Wirklich? Wie kann das sein? Okay, wir haben bestimmt noch richtig gute Pfeile. Die haben wir schon verschossen. Pfeile der Durchbohrung. Feuerpfeil, Säurepfeil. Ja, wenn die Feuerpfeile nicht wirken. Ja gut, mal sehen. Stimmt etwas nicht? Lila Chor, guck dir mal die Eingeweide dort an. Deine Zeit ist abgelaufen, Freund. Sag mir, was zu tun ist. Ihr müsst stärker ausholen, Mensch! Ausholen! Ja, ich versuche es ja. Aua. So, das wird wieder teuer hier. Aha. Alter. Der wirkt schon das 10. Mal Hass, der Hexenmeister.
Der boxt mich echt zum Pflegefall da. Haben wir hier noch was? Ja klar. So, Jan, richtig. Okay. Ja, das ist cool, der Unverwundbarkeit, ne? Da wäre cool, wenn wir das bannen könnten. Können wir wahrscheinlich gar nicht. Ja, dann Säurepfeil auf den da. Ist womöglich überflüssig. Vielleicht auch nicht. Okay, sehr gut. Jan, gehen wir wieder in Deckung. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Nasi, du gehst hier rauf. Ich warte. Hip. Ja, mal die bannen, würde ich doch sagen, ne? Oder vielleicht ist er auch noch unsichtbar. Das wirkt nicht. Das wirkt nicht? So. Das sollte das machen. Dann können wir hier mal. Und dann. Monster festhalten. Ist. Ein Wesen. Hält ein wie vier Wesen. Für die Wirkungsdauer fest. Größeres Unbehagen. Macht dir nur Rettungswürfe runter, ne? Das ist ja gar nicht mehr so gut. Ja, gut, dann wartest du erstmal ab. Du musst weiter zaubern. Du machst auch mal weiter mit dem, was du tust. Augen des Betrachters, Furcht, Panik, alles Mögliche kann sie hier. Nichts davon kann sie im Augenblick gebrauchen. Ja, aber der ist hier nur, der ist durchgezaubert. Okay, haben wir uns gerade die Hast runtergebannt? Vielleicht. Wird geheilt, also treffe ich jetzt. Säurepfeil, das kann sie aussitzen. Steinhaut. Alter, wie viel hat der denn? So, jetzt flüchtet er aber schon. Nee, 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 nicht in diese Richtung. Böck. Beziehungsweise. Oh, oh. So, also wenn sie Steinhaut und Spiegelbilder haben will, das kann sie bei Magia vergessen. Okay, das war's für dich. Jetzt hast du nur noch Steinhaut jetzt. Ja, was willst du tun, mein Freund? Abbruch. Puh, die sind anscheinend alle weg. Da kommen einfach irgendwelche Leute raus. Der Kult der Zweifältigen hat gesiegt. Yeah! Alle kriegen EP, auch wenn sie tot sind. Okay. Sagt mir, was zu tun ist. So. Ich hoffe, das bringt was. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich kümmere mich. Das musste Anomen sein. Jawohl. Der hat die Route der Auferstehung und das sind jetzt drei Ladungen, die sind teuer. Aber ich habe ja gesagt, ich lade nicht, wenn sowas hier passiert. Ja, ist schon geschehen. Also unter Neras Ägide wurden drei Leute weggenuked. Hallo Nera. Hallo Razak. Hallo Anomen. Kann ich den hier wiederbeleben? Nee. Okay. Ja, das war teuer. Was soll ich sagen? Gut, ich sammle den Kram ein und dann gucke ich mich mal um, ob es hier sonst noch was gibt. Vielen Dank und bis dann. Ciao.